Dann wollen wir mal. Guten Morgen, lieber Erik, guten Morgen, lieber Flo. So wie ich das sehe, warten wir jetzt auf ein schönes Ereignis. Vielen Dank, lieber Flo, dass du Erik und mich dazu eingeladen hast. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir uns erkenntlich zeigen können. Und was wunderbar heute zum ersten Advent passt, ist der Schnee. Das ist doch eigentlich ein schönes Ereignis. Ja, so ist es noch. Und da harren wir der Dinge, die da kommen und freuen uns einfach drauf. Richtig. Genau, und genießen aus dem historischen Wagen. Landschaft. Jetzt wünsche ich mir Mitroba-Kaffee. Das wäre wunderschön und würde wirklich Kindheitserinnerungen wecken. Ja, also ist es. Dann freue ich mich und hoffe, dass wir den Zug noch festhalten können. Genau, legen wir erstmal los. Genau. Das ist der andere von gestern. Ich weiß noch mal, was man die Altstadt am Eisenbahnstation vorbei. Einfürchtig. Erstmal die Barbierung, was die Modell. Nach erneuten Kopfmachen so ein Schmecken im Metropa-Wagen. Machen wir das. In dem Sinne, Prost! Prost! Und guten Appetit! Danke gleichfalls! So, nachdem wir uns gestärkt haben, würden wir jetzt die Zugfahrt ein bisschen verfolgen und einfach die Fahrt genießen. So machen wir das noch. Ich meine, wir haben ja unser schönes eigenes Abteil hier. Vielleicht kriegen wir noch Zuwachs, aber wenn es so ein bisschen ruhig ist, wäre es ja auch nicht schlecht. Ne? Und ja, da geht es jetzt gleich von Kosmisch Richtung Dresden zurück und schauen wir mal, wie wir das hier bei dem Schneewetter schön genießen können. Ne? Also bisher war es schon sehr, sehr schön und mit euch beiden sowieso. Das machen wir gerne. Geben wir nur zurück. Eben. Danke.
Wir sind richtig. Ja, das ist unsere Strecke. Die Polizei. Die Polizei? Wo? In dem Wagen hinter uns. Mensch, bin nicht rum, Egon. Ich gehe jeder mit ein. Hast du schon mal erlebt, dass Polizisten singen? Das war Jensen, ich habe ihn gesehen. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Wir werden sie abhängen. Und zwar sofort. Halte da an. An die Weiche. Gewaltig, Egon. Wir setzen sie ab auf den toten Gleis. Schräg an die Weiche. Ja, ja, sofort, Egon.
Thank you.
einen pikanten Langrischbitte mit komplett einem Schinkenkäse, saure Sahne, Papier und Knoblauch. Aber Schinken, keine Salami, ja? Ja, nur Schinkenbitte.
Flo, komm gut nach Hause. Danke, Fred, du auch. Und sehr schönes Erfolg heute. Hoffentlich bald wieder, oder? Gebe ich gerne zurück, bis auf ein nächstes Mal. Mach's gut. Alles Gute, tschüssi. Was wir von dort mitgehen lassen müssen, ist ein Film. Ein ganz spezieller Film natürlich, der Daten enthält, die top-secret sind. Die so geheim sind, dass niemand weiß, ob man überhaupt wissen darf, dass man das gar nicht wissen darf.